Und mit diesem Projekt ist etwas ganz, ganz Großes gelungen, nämlich es geht einerseits um das Thema Natur und verbindet es auch mit Kunst. Ich unterstütze es grundsätzlich, weil ich einfach schon auch durch die Thematik überzeugt bin, dass das eben etwas ist, was insbesondere die Jugend anspricht und auch ihre eigene Zukunft. Und was mir ganz besonders gefällt an diesem Projekt, ist, dass es eben schulartenübergreifend ist, genau das, was auch das Bildungssystem jetzt braucht. Also nicht zuletzt seit den Fridays for Future Demonstrationen, die das Schulsystem österreichweit beschäftigen, setzen wir in Kärnten mit zahlreichen Projekten und Initiativen darauf, das Thema Natur und Umwelt in den Unterricht zu bringen. Ein Mischwald stellt natürlich auch was dar, nicht? Also eben die Vielfältigkeit. Hier müssen sich eben sind alles verschiedenste Baumsorten drinnen vertreten. Für andere hat es aber wirklich einen ganz starken symbolischen, philosophischen Wert im Sinne von der Wald als Sehnsuchtsort, als eben Symbol fürs Leben und dann eben auch als Mahnmal. Was ich jetzt erlebt habe in diesem einen Jahr, in dem ich schon hier bin in Kärnten, ist im wahrsten Sinne sehr vielfältig gewesen. Allein schon in der Debatte um dieses Projekt herum. Vielfalt ist ein Thema, das in unseren Schulen allgegenwärtig ist, weil jede einzelne Schülerpopulation ist sehr, sehr heterogen, sehr vielfältig und setzt sich aus verschiedenen Hintergründen zusammen. Und ganz besonders freut es mich, dass hier ein Projekt ist, nämlich das Thema ein Mischwald. Und das passt nicht nur zur Natur und zur Kunst, sondern auch zu unserem Schulalltag. Und man darf allen, die sich mit diesem Projekt auseinandersetzen, ganz, ganz herzlich danken.